Hört ihr mich? Ja. Ja. Sehr schön. Also mit ein bisschen Improvisation und nochmal Positionswechsel starten wir heute mit einer kleinen Verspätung. Da bitten wir um eure Geduld. Zunächst bedanken wir uns bei der Stadt Marbach, dem Landratsamt Ludwigsburg, dass das hier doch stattfinden konnte, dass wir die Bedenken der Stadtbeauftragten angesichts der steigenden Inzidenzzahlen, was auch immer die letztlich dann aussagen mögen, doch noch zerstreuen konnten. Also vielen Dank an die Stadt Marbach, vielen Dank an die Kooperation mit der Polizei, die Polizisten, die auch zu unserem Schutz da sind, die sich die Zeit nehmen heute hier für unsere Veranstaltung. Hier, genau, für unsere Versammlung. Den Anweisungen der Polizei ist natürlich selbstverständlich, jederzeit Folge zu leisten. Sollte irgendwas sein, sollten irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, ist den Anweisungen der Polizei selbstverständlich jederzeit Folge zu leisten. Dann sind die Abstände hier 2,50 Meter von einer Person zur anderen. Die Personen, die aus einem Haushalt stammen, dürfen zusammenstehen, selbstverständlich. Das hat jetzt mit dem Aerosolausstoß und dem Singen zu tun. Zur Sicherheit halten wir dann auch diese 2,50 Meter Abstand als Auflage der Stadt Marbach bzw. des Landratsamts Ludwigsburg. Falls Passanten kreuzen, vorbei gehen wollen, denen lassen wir selbstverständlich Platz, ganz klar.
Ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr alle da seid und dass das Wetter uns vielleicht ein weiteres Mal mit trockener Witterung unterstützt. Vielen Dank, schön, dass ihr alle da seid. Einen wunderschönen guten Morgen in Marbach. Stefanie, Didi an der Gitarre und ich möchten euch ganz herzlich begrüßen bei Horn for Hope. Ich möchte euch nochmals bitten, da wir nicht alles gleichzeitig beschallen können, dass die Leute, die jetzt hier hinter mir stehen, sich bitte nach der anderen Seite weiter nach hinten ausrichten. Ja, weil sonst ist das ein bisschen schwierig. Und bedenkt nochmals bitte 2,50 Meter Abstand zwischen den Haushalten. Bitte sicher einhalten. Das war die Bedingung dafür, dass wir heute hier antreten können. Vielen Dank. Gell? Ja, seit über einem Jahr sind wir nun mit unseren angemeldeten Versammlungen in bisher 23 Städten unterwegs. Wir singen hier in Marbach nur wenige Tage nach dem Geburtstag von Friedrich Schiller, der am 10. November vor 262 Jahren hier das Licht der Welt erblickte. Friedrich Schiller, der Freiheitsdichter. Es ist nichts, was ich gegen Menschen, die ich hochschätze und liebe, weniger verletzen möchte als ihre Freiheit. So ein Zitat. Er hat sich stets aufgelehnt gegen Bevormundung und Zwang. Vielleicht war Schiller einer der Verschwörungstheoretiker seiner Zeit. Er schrieb über die Demokratie. Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl? Er muss dem Mächtigen, der ihn bezahlt, um Brot und Stiefel seine Stimme verkaufen. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muss untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet. Ja, und um bei Schiller zu bleiben, mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Wir starten, wenn der Wagen vorbei ist, mit unserem Kanon. Erwacht ihr Schläfer drinnen. Wir singen den Kanon heute mit einer kleinen Textänderung. Statt von Herrn Kretschmann singen wir heute mal von Herrn Kretschmer, der in Sachen 2G vorangepeitscht ist und auch so schrecklich gern vom nächsten Lockdown spricht. Wir singen den Kanon einmal gemeinsam, dann dreistimmig. Bitte denkt dran, jeweils jede Zeile zu wiederholen, bevor ihr weiter singt. Erwacht ihr Schläfer drinnen, Frau Merkel hat's geschrien, die Freiheit zieht von ihnen. Erwacht ihr Schläfer drinnen, Frau Merkel hat's geschrien, die Freiheit zieht von innen, der Rechtsstaat ist dahin. Oh,
ist dahin. Das kann man wohl so sagen bei all dem, was gerade los ist. Und immer noch merken die meisten Menschen nicht, dass der Sack immer weiter zugeschnürt wird. Klammheimlich wird das Infektionsschutzgesetz dahingehend weiter geändert, sodass einer willkürlichen Anordnung von Maßnahmen auch ohne sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite sowie auch einer Impfpflicht Tür und Tor geöffnet wird. Dazu die abstrusen Drohungen von Herrn Lauterbach, dass jeder, der einen Innenraum betritt, mit einem Impfdurchbruch rechnen muss. Weswegen die Bundesländer jetzt natürlich über 2G, nein, halt über 2G plus, also über zusätzliche Tests für Geimpfte und Genesene, nachdenken. Meine Lieben, das geht weiter. 2G plus, da kommt wahrscheinlich 1 minus, dann kommt 1G plus, 1G plus, das ist dann das Ende. Nun denn, merken eigentlich die Menschen, die diese Maßnahmen umsetzen, die Marschrichtung, in die wir uns bewegen? Oder haben sie, wie Schiller so schön sagt, bloß ein Amt und keine Meinung? Nimm Abschied, Freiheit. Nimm Abschied, Freiheit, ungewiss ist und macht das Herz uns still. Der Himmel wölbt sich übers Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand. Liegt wohl, auf Wiedersehen. Nimm Abschied, o du Gesetz, dein Weg dahin war weit. Nun bist du wieder abgeschafft und das in kurzer Zeit. Die Presse schreit regierungstreu und vieles wird zensiert. Wer kritisch denkt, wird verhöhnt und diffamiert. Versammlungsrecht wird eingeschränkt, die Meinung ist nicht frei. Denn wenn man sagt, was öffentlich ist, mit manchem nicht siegelt die Willkür. Erwacht, ihr Menschen, schließt euch an, das ist ein böses Spiel. Denn wer's geschickt zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel. Gates und Hochfinanz beherrschen das Revier. Ihr
ihr seht, das Volk sind wir. Aus meiner Zeitung erfahre ich, dass Joggen, Spazierengehen und Klimmzüge im Freien den Ungeimpften auch ohne Test erlaubt ist. Wie ein Sprecher des Sozialministers auf Anfrage bestätigt. Ist das nicht toll? Welche Freiheiten uns gegeben werden. Das ist doch der Wahnsinn. Aber, um mit Schiller zu sprechen, Freiheit kann man einem zwar lassen, aber nicht geben. Denn der Mensch ist frei geboren. Ist frei. Und wird er in Ketten geboren? Lasst euch nicht irren des Pöbels Geschrei. Nicht den Missbrauch rasender Toren. Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht. Vor dem freien Menschen. Er zittert nicht. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie? Und heilet nebenbei auch seelische Schmerzen. Das Singen zu mehren darf niemand verwehren. Es bleibt dabei, unser Singen ist frei. Unsere Meinung ist frei. Aus verschiedenen Quellen ziehen wir Infos herbei, um das Dunkel zu erhellen. Lasst niemals euch lenken, lernt selber zu denken. Es bleibe dabei, unsere Meinung. Versammlung ist frei für Grundrecht und Klarheit. Kommt alle herbei und sucht nach der Wahrheit. Jeder Mensch darf sie sehen, keine Presse vertrieben. Es bleibe dabei, die Versammlung. Sammlung ist frei. So sollte das sein. Doch so einfach ist das nicht mehr. Auch wir müssen immer mehr kämpfen, um unsere friedlichen musikalischen Versammlungen genehmigt zu bekommen. Aus Berlin kam die Ankündigung, dass man für Demonstrationen im Freien künftig Impfpass oder Test vorlegen müsse. Das wurde nun zwar am Freitag erstmal wieder zurückgenommen, aber es ist deutlich zu sehen, wohin es künftig gehen soll. Die Impfstoffagenda in Israel und die Orwellsche Agenda in Australien sollten uns eine Warnung sein. Für die dritte Strophe unseres nächsten Liedes, dessen Text ich, wie viele andere auch, im August 2020 bereits geschrieben habe, wurde ich damals mächtig ausgelacht. Masken weiter tragen statt geschimpft, bis wir alle durchgeimpft. Mei, war das eine Gaudi. Sabine, du bist ja verrückt geworden, was du dir ausdenkst. Und so weiter und so fort. Wir singen auf der Schwäbische Eisenbahn. Auf der Test-Corona-Bahn gibt es viele.
Stadt geschimpft, bis wir alle durchgeimpft. Rullat, rullat, rullala, rullat, rullat, rullala. Heute tragen Stadt geschimpft, bis wir alle durchgeimpft. Sind die Zahlen ganz im Keller, bringt's den Pharma keinen Heller. Testet ihr definitiv, viele halt falsch positiv. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Testet ihr definitiv, viele halt falsch positiv. Alle Leute Weste testen, findet man für uns am besten. Dieser Mann ist grenzdebil, wer viel testet, findet viel. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Dieser Mann ist grenzdebil, wer viel testet, findet viel. Merkel, Spahn und der Herr Drosten sitzen auf verlorenen Posten, zogen auch schon auf der Strip, als da war die Schweinegrippe. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, zogen auch schon an der Strip, als da war die Schweinegrippe. Impfen war ja die Devise, führte aber in die Krise. Damals ganz genau wie heut hat man schon verarscht die Leut. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Damals ganz genau wie heut hat man schon verarscht die Leut. Pressefreiheit war von gestern, über Demonstranten lästern. Wissenschaft war nicht erhört, das muss uns zutiefst empören. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Wissenschaft war nicht erhört, das muss uns zutiefst verstören. Die Moral von der Geschichte, traue unseren Oben nicht. Selber denken schadet nie, Zahlen gibt's beim RKI. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Selber denken schadet nie, Zahlen gibt's beim RKI. Das RKI ist ja auch nicht mehr das, was es wohl noch nie war. Viele Zahlen sind Schall und Rauch. Zum Beispiel werden sogenannte Impfdurchbrüche bei Kreuzgeimpften gar nicht mehr gezählt, weil dabei der Impfdurchbruch nicht klar auf einen Impfstoff zurückgeführt werden könne. Naja, das RKI hat Anfang November erst entscheidende Aussagen über die Wirksamkeit der Impfung klammheimlich geändert. In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden. Auch, dass die Impfung eine hohe Schutzwirkung hat, wurde auf der Seite gestrichen. Will das RKI schon mal vorsorglich seinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Ebenso Herr Drosten, der ab und an fast schon auf Querdenkersprech umstellt. Und Herr Lauterbach ruft, Hilfe, die Impfung kann uns nicht mehr retten. Womit wir schon mittendrin sind, ja, diesmal vorgezogen, in unserer Rubrik Groteskes. Naja, die Regierung hat es ja auch echt nicht leicht im Moment. Sie muss die Nicht-Geimpften davon überzeugen, dass die Impfung wirkt, damit diese sich impfen lassen.
und die Geimpften davon überzeugen, dass die Impfung nicht wirkt, damit die sich boostern lassen. Ja, und deswegen gibt es jetzt eine Europapremiere am Salzburger Flughafen. Ein parkender Airbus lädt nach dem Pieks zum Blick ins Cockpit und zum Gespräch mit dem Piloten und seiner Crew ein. Ja, und auch der Papst meldet sich zu Wort und sagt, sich impfen zu lassen ist ein Akt der Liebe. Aber einen erzwungenen Akt der Liebe nennt man Vergewaltigung. Ja, der Gipfel des Irrsinns ist für mich ja eigentlich das Ausrufen der sogenannten Alarmstufe, die uns jetzt dann droht. Also das Wort allein, aber gut. Kleines Ratespiel, was schätzt ihr? Wie viele Krankenhäuser gibt es in Baden-Württemberg? 217, 213. Ja, ziemlich nah. Ah, das sind Kenner am Berge, genau. Von ihm habe ich das nämlich, ne? Das ist super. Bei einer Intensivbettenbelegung, also in der Alarmstufe von 390, heißt das ja, gell? Sind das statistisch gesehen noch nicht einmal zwei Patienten, die pro Krankenhaus an und mit Corona auf der Intensivstation liegen. Muss man sich mal überlegen, was hier veranstaltet wird. Ja, wenn der Wahnsinn zur neuen Normalität wird, ist das eine Massenpsychose und nichts anderes. Es liegt nun bei jedem Einzelnen von uns, ob er den Wahnsinn weiter unterstützt und mit dem System kooperiert. Ja, oder ob wir friedlich Nein sagen und das dann auch so meinen. Verlassen wir das Narrenschiff. Wir könnten viel, wenn wir zusammen stünden, wusste schon Schiller. Wollen wir hoffen, dass es nicht beim Konjunktiv bleibt und singen. Ja, wir sind viele Millionen. Und ihr denkt wie immer an die Abstände. 2,50 Meter heute wegen des Aerosolausstoßes, der auch im Freien unter Umständen bedrohliche Ausmaße entwickeln kann. Personen aus einem Haushalt dürfen zusammenstehen. Tirilli. Der Staat druckt fleißig Millionen, das Bargeld drängt er zurück. Am Himmel fliegen Drohnen, alles Teil vom Funkenflug. Der Staat verschädigt Millionen, lässt Alte einsam zurück. Eiskalt die Obertonen inszenieren das Schurkenstück. Doch eine ganze Kleinigkeit, die kommt da noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du und du und du. Ja, wir sind viele Millionen, stehen ein für Freiheit und Glück. Wir werden euch nicht schonen, holen unser Recht zurück. Der Staat, der spaltet Millionen, gibt manchen Rechte zurück. Denn Impfung soll sich lohnen, hier in diesem Schurkenstück. Der Staat will impfen Millionen, selbst Kindern raubt er das Glück. Will unsere Erde entwohnen, damit schließt das Schurkenstück. Doch eine ganze Kleinigkeit, die kommt da noch dazu. Große Kleinigkeit bist du und du und du, 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 du. Ja, wir sind viele Millionen, stehen ein für Freiheit und Glück. Wir werden euch nicht schonen, holen unser Recht zurück. Ja, wir sind viele Millionen, stehen ein für Freiheit und Glück. Wir denken auf die Wahrheit, immer weiter Stück für Stück. Und noch einmal! Ja, wir sind viele Millionen, stehen ein für Freiheit und Glück.
Wir singen für die Liebe und Musik, Musik, Musik. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht, denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern durch die Zukunft, durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwo irgendwann. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Im Sturz durch Zeit und Raum, erwacht aus seinem Traum. Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht, denk nicht lange nach. Fahr nach Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber das geht wegen der Parallelveranstaltung da drüben nicht. Aber auch so. Super, vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Sag mir, wo die Lieder sind. Thank you.
wo die Lieder sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Lieder sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Lieder sind. Mit dabei war, kennt sie bereits. Ingeborg singt uns heute ein gleichermaßen hoffnungsvolles wie visionäres Lied, welches sie bereits im Winter vor Corona komponiert hat. Gegen den Wind. Jetzt ist die Zeit, neue Wege zu gehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Die Welt ist bunt, du musst es nur wagen, verrückt zu sein an manchen Tagen. Schwimmen im See, tanzen im Wald, barfuß im Schnee. Nie zu alt. Sei mal du selbst und leb deinen Traum. Hör besser zu, gib anderen mehr Raum. Spür, was du willst und hör in dich rein. Lass einfach los, du wirst zufriedener sein. Schwimmen im See, tanzen.
Menschen am Strand. Denk auch mal quer gegen den Verstand. Ich möchte Freiheit über Wiesen springen. Die Kinder lachen, schräge Sachen lachen. Ich möchte singen, um die Wette laufen. Ohne zu verschnaufen, gegen den Wind, gegen den Wind. Jetzt ist die Zeit, neue Wege zu gehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Die Welt ist bunt, du musst es nur wagen, verrückt zu sein an manchen Tagen. Schwimmen im See, tanzen im Wald, barfuß im Schnee, du bist nie zu alt. Über das Meer, reiten am Strand. Denk auch mal quer gegen den Verstand. Ich möchte frei sein, alle Ketten sprengen. Nicht den Kindern lachen, schräge Sachen machen. Ich möchte singen, um die Wette laufen. Ohne zu verschnaufen, gegen den Wind. Ich werde frei sein. Wahnsinn, ja. Ja, dass du damals irgendwie intuitiv gespürt hast, um dieses Lied zu schreiben, finde ich ganz klasse. Vielen Dank. Thank you.
Ja, die Musik kann uns immer wieder erden in dieser Zeit. Ob wir gemeinsam singen oder auch der tröstliche Klang des Alphorns. Ja, auf jeden Fall sehr schön, dass ihr alle da seid. Zeitenwenden gab es, der Name schon sagt, zu allen Zeiten. Und wir sind mitten in einer solchen. Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen. Friedrich Schiller. Es gibt derzeit eine erhöhte Sonnenaktivität sowie kosmische Strahlung, wie vom Max-Planck- und Helmholtz-Institut sowie von der NASA bestätigt wird. Dies ist wichtig für die neue Welt. Dadurch können viel von uns verdrängte Dinge ans Licht kommen, die angeschaut werden wollen. Es bleibt kein Stein auf dem anderen und es gibt viele Umbrüche und Zerwürfnisse in unser aller Leben. Aber wir bekommen himmlischen Beistand von oben. Darauf wollen wir fest vertrauen, weil sonst, wie Schiller schon wusste, alles wanket, wo der Glaube fehlt. Sende dein Licht. Einmal gemeinsam, dann dreistimmig. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit. Und ich dir danke, dass du mir hilfst. Wenden. Wir hören nochmals Ingeborg zusammen mit Didi. In diesem Land war ich kaum noch zu reden, steht mit dem Rücken zur Wand. Wo bleibt die Empörung? Immer Raub und Zerstörung, es raubt mir den Verstand. Oh. Deine singenden Münder in dieser Zeit, keine schütternden Hände, nur Fäuste weit und breit. Doch sie werden bezahlen für die Folter und Qualen, für ein Sorgen und das Leid. Wird sich wenden und der Wind wird sich drehen. Wir werden gewinnen, denn Gott wird auf unserer Seite stehen. Wir werden jubeln, wenn die Ketten zerspringen. Wir
tanze in ihrem Palast, werden Lieder der Freiheit singen. Es bleibt uns nicht wenden. Wind wird sich drehen. Die Kiste flimmert, sie hat das Land betäubt. Und sind Zombies erzogen, zu Sklaven gebeugt. Bitte glaube mir, mein Sohn, du wirst noch so was vom Balkon. Und zehn Stopp des Radisson. Das Land wird sich wenden und der Wind wird sich drehen. Wir werden gewinnen, denn Gott wird auf unserer Seite stehen. Und wir werden jubeln, wenn die Ketten zerspringen. Wir tanzen in ihrem Palast, werden Lieder der Freiheit singen. Wir träumen von einem großen Fest in einer lauen Sommernacht, bei dem der Nachbar sich nicht zum Verräter macht. Oh, und ich träume von einem stolzen Land, das seine Kinder wieder liebt und deren Rechte nicht mit Füßen tritt. Das Blatt wird sich wenden, der Wind wird sich drehen. Wir werden gewinnen, denn Gott wird auf unserer Seite stehen. Der Wind wird sich drehen. Wir werden gewinnen, denn Gott wird auf unserer Seite stehen. Und wir werden jubeln, wenn die Ketten zerspringen. Wir tanzen in ihrem Palast, werden wir der Freiheit singen. Gott wird sich wenden. Der Wind wird sich drehen. Das Blatt wird sich wenden und der Wind wird sich drehen. Wir werden gewinnen, denn Gott wird auf unserer Seite stehen. Und wir fühlen uns von guten Mächten wunderbar geborgen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar. Am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Doch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage Schwere auf. Ach Herr, gib uns aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost das Kommende. Gott ist mit uns in unsere Dunkelheit gedrängt.
Ende sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief uns breitet, so lasst uns hören jeden vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich uns weitet, all deine Kinder hohen Lob Gesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Alleine gehen. You will never walk alone. Bitte schön, lieber Didi. Ja, das nächste Lied kennen viele eher aus dem Fußball, aber es ist eigentlich im Zweiten Weltkrieg entstanden und sollte die Kriegerwitwen trösten mit einer besseren Zukunft, und ich denke, so geht es uns allen auch. When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver songs of the Lord. Hold on to your dreams, walk on the rain, though your dreams may be tossed and torn. Walk on, walk on with hope in your heart. Walk on with hope.
in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Danke. Ja, wir werden niemals alleine gehen. Auch darüber schreibt uns Schiller. Der Mensch bedarf des Menschen sehr zu seinen großen Zielen. Nur in dem Ganzen wirket er. Viel Tropfen geben erst das Meer. Viel Wasser treibt die Mühle. Unsere Vernetzung ist heute wichtiger denn je. Hierzu möchte ich Steffen aus unserer Runde bitten, noch etwas zu sagen. Steffen war bei nahezu allen unserer mittlerweile 23 Horn for Hope-Versammlungen dabei. Bitte schön, lieber Steffen. Ja, vielen Dank, Sabine. Ja, zum Thema Vernetzungen, da war es jetzt seither praktisch so, dass man... Näher ran. Dass man Leute sozusagen überall treffen konnte, ja, egal ob das jetzt im Privaten war oder auf Demos oder so, ne, und das wurde jetzt zusätzlich erschwert alles. Und viel wichtiger als irgendeine Vernetzung über Telegram ist diese Realvernetzung, ne, dass man echt wissen, wo wohnst du, wo wohne ich, dass sie meine... Ja, Daten, wo ich wohne, Telefonnummer, einfach freiwillig preisgebe. Für den Tag X, wo es zeitlich vielleicht nur härter wird für uns alle, dass wir einfach wissen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und da gibt es mittlerweile halt schon sehr, sehr viele Gemeinschaftsprojekte. Also... Was ich jetzt noch sagen wollte zum Thema der Demos, also es war jetzt gerade sehr, eigentlich schon erschreckend, auch letztes Wochenende in Leipzig, wie wenig Leute noch so auf der Straße sind. Die haben da einfach Angst, Stuttgart geht jetzt gar nichts mehr. Ne? Und schon deshalb ist es um ein Vielfaches wichtiger als in der Vergangenheit, dass man einfach die Realverknüpfung vorantreibt. Zum Beispiel gibt es diese tolle Wandergruppe Erebor, die Steffi hier hinter steht, in der roten Weste, vor langer Zeit mittlerweile gegründet hat, wo auch nachher, nach diesem Horn for Hope singen, ein Spaziergang stattfinden wird, eine kleine Wanderung stattfinden wird. Ja, jetzt heute glaube ich mehr Spaziergang wie Wanderung. Wo man aber einfach unter seinesgleichen sein kann. Genau, dann habe ich selber eine Alpin-Wandergruppe gegründet, daraus resultierend, ja, wo wir dann mit Leuten immer wieder im Sommer dann so Bergtouren machen. Erwähnen möchte ich zum Beispiel auch noch die Walli und der Paul, diese Hilfe fürs Arntal so in die Hände genommen haben, wo es sehr viele Sachleistungen gab, hier auch aus der Bewegung und die wirklich grandios verteilt haben. Und auch für Horn for Hope gibt es diese Horn for Hope Netzgruppe, wo man sich also auch mit seiner Realadresse, Fähigkeiten etc. pp. Reinschreiben kann und somit einfach ein Stück weit der Vernetzung Aufschub bringt. Toll natürlich auch die Basis, ja, ist ja auch im Endeffekt aus unserer Bewegung raus entstanden, wo es ja auch immer Stammtische gibt, wo man seinesgleichen treffen kann. Und ganz neu und wirklich ganz toll deutschlandweit ist dieses Projekt Helfa. Wo es also um direkte Hilfe geht, wo es aber auch um gemeinsames Ausleben von Hobbys geht, wo man Regionalgruppen macht. Wir haben jetzt in Backnanger Regionalgruppe gegründet, dann gibt es in Schondorf Regionalgruppe und in ganz Deutschland, in ganz Europa. In ganz Europa gibt es mittlerweile diese Helfergruppen. Ne? Kann man sich eintragen, man hat ja überhaupt
gar keine Verpflichtungen, muss da nichts machen, sondern ist da einfach Teil dieses Projekts. Realverknüpfung, da kommt niemand rein, wie jetzt bei anderen Gruppen, der sich einfach mal so geschwind anmeldet. Nee, das will man da nicht, man möchte die Leute wirklich real mit Gesicht sehen, sonst macht das nämlich alles gar keinen Sinn. Das ist so die Erfahrung aus der Vergangenheit, ne? Man will die Leute wirklich, also reale Menschen, dass die sich da kennenlernen. Ich bringe immer so das Beispiel, wenn ihr jetzt weißt, ich habe jetzt Auto, fahre nur noch 3 Monate, habe jetzt keinen Bock mehr, da neue Winterreifen zu kaufen, dann schreibe ich das jetzt in die Helfer-Backnern-Gruppe. Ja gut, bei den 60 Hansel mittlerweile sind die Chancen nicht allzu groß, dass ich jetzt an die Reife rankomme. Wenn es aber in die Überregionalgruppe mit 480 Leuten reingestellt wird, sind die Chancen sehr, sehr groß, dass dann halt so ein klassisches Reifenformat irgendwoher auftaucht. Und somit gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Therapeutische Geschichten kann man reinschreiben, ne? Von bis, und da hat auch jeder Fähigkeiten und Möglichkeiten, das Projekt Helfer ganz, ganz super. Danke. Vielen Dank, lieber Steffen, für deine Infos. Eines möchte ich noch ergänzen. Horn for Hope Netzgruppe hast du angesprochen. Es gibt auch noch die Vernetzung per E-Mail für alle Fälle. Und das macht unsere Sabine Hoffmann. Sich am besten direkt bei ihr melden, wenn man da noch mit Daten und auch mit Fähigkeiten aufgenommen werden möchte. Ja, genau, verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Auch das hat Friedrich Schiller schon gewusst. Und wir sind nun am Ende unseres Programms angekommen und singen zum Abschluss nochmals einen Kanon. Dona Nobis Pacem, gib uns Frieden. Einmal gemeinsam, dann dreistimmig. Dona Nobis Pacem, Pacem. Dona Nobis Pacem. Dona Nobis Pacem.
Freude ist der Grundstein des Seins. Lasst uns in die Freude gehen, mindestens ebenso lange, wie wir uns auch mit anderen Dingen beschäftigen. Mindestens aber zweimal am Tag. Und einmal davon haben wir heute schon. In diesem Sinne, danke für die Musik heute mit euch allen zusammen. Danke an Ingeborg, Steffen, Stefanie, und unseren wunderbaren Gitarristen und Sänger Diggi. Nicht zu vergessen, unser herzlicher Dank an die Polizei hier in Marbach. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist schon längst weg. Nicht? Auf jeden Fall herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit an die Polizei in Marbach. Unser nächster und gleichzeitig letzter Hornverhobtermin in diesem Jahr ist diesmal in 3 Wochen am 5. Dezember. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis dahin alles Gute. Vielen Dank. Und wir freuen uns über ein paar Spenden für die Fortsetzung unserer Arbeit. Und ihr denkt dran, auch beim Hinwegtreten von diesem hehren Platz halten wir die Abstände ein. Da wir nun nicht mehr singen und keine Aerosole mehr ausstoßen, reicht der Abstand von 1,5 Metern. Ich danke euch. Oh,
Oh.